Willkommen zurück bei Mario Kart 7. Juhu! Juhu! Ja. Diesmal machen wir hier kleine Trennchen. Bei Drupal Strand vom N64, einer meiner Lieblingsstrecken von M64. Schöne Musik auf jeden Fall. Das auf jeden. Ah, nicht geschafft, die Abkürzung, schade. Hier gab es ja auch diesen Liege, deren blauen Panzer cheat. Zur Strecke. Immer wenn man über diesen Cooper-Panzer geflogen ist und die Itembox eingesammelt hat, hat man immer einen blauen Panzer bekommen. Egal welcher Platz. Okay. Mario Kart 64 konntest du den blauen Panzer noch hinter dich halten. Das heißt, du hattest instanten Panzer hinter dir. Schutz. Aber Computergegner greifen dich selten mit einem Panzer an in dem Spiel. Von dem her. Wenn man alleine spielt, nicht sonderlich nützlich. Aber mit Freunden zu viert oder zu zweit oder zu dritt. Sehr hilfreich. Ach ja, die N64-Zeit, ja. Aua. Aber hat's in Horde immer gespielt. Im Horde, da haben wir, hat man eine N64 dazu stehen gehabt und da haben wir zusammen gezockt. Im Horde einfach so ein N64? Ja, echt so ein. Ocarina of Time, Mario Kart 64. Mario Party war noch mit bei. War jetzt lustig. Ja, endlich mal die Abkürzung hingekriegt hier. Wunderbärchen. Wunderbärchen, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Bist du Erster? Wer weiß. Ach komm, wieso gibt's denn hier zwei Toads schon wieder, Mann? Zum Glück bin ich noch rechtzeitig ins Ziel gekommen. Ja, ich hab schon gesehen, der blaue Panzer da. Okay, dann warst du. Ah, du bist Erster. Zwischen zwei Toads eingekesselt. Aber ich hab mehr Punkte. So. Nochmal auf arrogant gemacht, so wie Shimtex. Grüße gehen raus. Scherz. Scherz. Dann nur Spaß. Ist doch nur ein bisschen Spaß. Spaß muss sein. Aber wenn wir schon bei N64 sind, dann können wir auch ein bisschen N64 bleiben. Ja, ich bin so Fan von der Regenbogenbolle, weil die schon zum 25.000. Mal geremaked wird. Oh, wer will denn die Strecke jetzt bitte? Die Kokospromenade. Ja, Mario Kart Wii werde ich auch noch eines Tages auspacken. Und dann habe ich alle Mario Karts durch. Oh, bei mir dauert das noch ein bisschen, bis ich das alles durch habe. Wobei ich ja Mario Kart 8 Deluxe nicht so als Let's Play im klassischen Sinne bringen werde und einfach nur online fahren. Ja, bringt ja eigentlich hier auch nichts. Weil solange es keine neuen Inhalte gibt, macht es keinen Sinn. Eben. Sollte es wieder erwarten, doch DLCs geben oder neue Strecken, dann macht es natürlich Sinn, ja. Aber das würde ich alles in ein Let's Play packen, von dem her. Es kann extra Online-Let's Play mehr, das ist. Alles ist in einem. Zu wieder Luri. Genau. Wobei ich das ja mache, weil es sinnlos wäre sonst. Da würde ja im Titel stehen Mario Kart 8 Deluxe Online. Ah, was ist denn das jetzt? Boah, komm. Und dann noch ein Folgentitel. Werden eigentlich bei jedem die gleichen Mies angezeigt oder ist es bei jedem anders? Ich glaube, es ist bei jedem anders, je nachdem, was du für eine Freunde hast. Bei mir war jetzt mein Mii und noch irgendein anderer Mii. Wow. Bam 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 bam.
Bam 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 bam. Haut mal alle ab hier, ich will hier durch. Affe am Steuer. Da laust mich der Affe. So. Und zack. Donkey Kong hier rum. Schreit. Oh, ein blauer Panzer kommt. Scheiße. Was ich interessant finde, dass sich jeder aufgeregt hat unter dem Trailer von Mario Kart 8 Deluxe, dass Donkey Kong einen Dab machen würde. Wobei er das schon vorher gemacht hat im MK8, normal Wii U. Ja, ja. Und es eigentlich keins ist, sondern einfach halt. Ja, sieht halt so aus in dem Video. Es sieht halt so aus, ist halt vom Winkel her. Richtig. Kamerawinkel. Das ist korrekt. Da bin ich schon wieder Erster hier, das gibt's doch nicht. Nein, fahr mich nicht um. Oh. So. Denn du hast so. Und wieder von zwei Toads eingekesselt, ist auch wunderbar, ist auch wunderbar. Ja. Der Walker. Der Paul Walker. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gesagt. Oh, hat er nicht gesagt. Let's play. Komm, lad doch mal schneller, du bist ja schlimmer als die Wii U. Wii U. Dankeschön. So, nehmen wir das Schönes jetzt. Bleib dabei. Ja, dann geh ich mal mit. Bleib dabei. Bis ich dagegen mal kam. Ja, du hast vorhin noch gesagt, bevor wir angefangen haben, ich finde es gut so, dass man selber wählen kann, jede Strecke. Finde ich jetzt nicht so unbedingt. Weil dann kann es natürlich vorkommen, dass irgendwelche Vollidioten ständig die gleiche Strecke nehmen und dann kommt es irgendwie vor, dass du irgendwie 20 Mal die gleiche Strecke hast. Ja, das stimmt schon. Ja, verstehe ich. In der Hinsicht ist es natürlich nicht gut. Da man es cool, wenn man selber auswählen kann, wenn halt jeder richtig mitmacht, dann ist es okay. Aber sind halt Idioten dabei, ne? Oh, endlich die Rainbow Road, ich freue mich. Juhu! So. Wobei ich weiß nicht, wenn sie es auf der Wii U nochmal geremaked haben, warum? Das frage ich mich auch. Ich meine, ich mag die Strecke auf der Wii U schon, ja, also ich fahre die schon ganz gern. Aber ich finde es Schwachsinn. Ja, Rosalina, werf mich ruhig runter. Hast du gut gemacht. Jutebeutel. Nein, der Spruch liegt schon unter Copyright. Oh, schade. Auf Seiten von Shimtex. Der alte Räuber. Der Löhnebäuer. Autsch. Der Spitzbube. Ich will diesen Part einfach nur, um Klicks zu bekommen, Shimtex der Spitzbube nennen. Nein. Joke. Vielleicht. So. Oh. Was habe ich denn für einen Abstand? Ja, natürlich. Jetzt gibt's 3 Toads, sag mal, ist das die Toad-Invasion oder was? Jetzt wird's pilzig. Rotten Mushroom oder was? Ja. So, gib mal hier ein bisschen Gas. So.
Welcher Platz bin ich jetzt? Vierter. Oh, super. Toll. Toll. Was denn? Toll. So, es geht weiter. Vielleicht. Wenn das Rennen mal starten würde. Ja, jetzt. Cooper Cup. Jetzt sind es 4 Tolls. Ach komm, was ist denn das? So, wer fehlt noch als Auswahl? Okay. Dann hauen wir rein. Tolls Piste will ich jetzt feiern. Ach, schade. Poserfesto. Das ist ja ein Festmahl. Nein. Und Gas. So. Komm auch mit dir. Donkey Kong rockt die Bude hier. Yeah. Sommer. Ja, Sommer. Hör hier. Ja. Hat er gerade jemand gehört? Ich glaube schon. So. Moment. Ja. Jeder, wie er es verdient. Haut sind hinten, das ist super. Nein! Das war ein geiler Crash. Habe ich dich gerade mit meiner Peitsche klatscht? Nein. Hm. Ich war schon weit vor dir, als ich runterfiel. Ah, okay. Ja, wir treten da schon wieder um. Ja. Da auf dem Boden rum. Ja, da die Klamotten auf dem Boden. Marc André, es gibt Essen. Ja, mit dem Stern einfach mal durch die Lava fahren. Was macht eigentlich Lava unter Wasser? Das frage ich mich auch. Sag das mal SpongeBob. Normalerweise, oder sagt das mal zu der Natur, müsste eigentlich verdunsten wie sonst was. Bowsers Erfindung. Bowsers Magie. Bowser. It's from Bowser. So, jetzt ist er da. Blauer Panzer. Oh Mann, oh. Und los geht's hier. Immerhin mal eingetroffen hier, ist ja wunderbar. So. Jetzt holt man sich den ersten Platz, genau so. Nur noch halten, nur noch halten, nur noch halten. Ah. Oh. Wunderbar. So. Ja, Vierter, naja, egal. Alter, diese Toad-Invasion einfach. Ja, wa? So, das lädt immer so ewig. Das nervt. So, jetzt. Diesmal war es gar nicht mehr so lang. Nö, diesmal nicht. Da hinten ist wieder Bosses Festung, genau das meine ich. Ja, okay, das verstehe ich schon. Ja, ich verstehe das. Ich habe Lust auf Waluigi Flipper. Ich hätte Lust, Waluigi zu fahren. Wunderbar, schön. Ja, das kann ich auch nehmen, ja. Hätte ich echt gehofft, dass es bei MK8 kommt. Hätte ich echt gehofft. Also ein HD-Remake wäre auch geil, ja. Tatsächlich.
Gab es ja diese Ankündigung, diese scheinbare, diese mutmaßliche Ankündigung. Stimmt. Dieses Bild da von Nintendo selber, ja, auf dieser Mario Kart 8 Page. Und das Warten am Ende. Hätte man sich schon was erwarten können, aber ich glaube nicht, es ist ein. Ich glaube nicht, es ist ein Troll, weil das war doch irgendwas. Vielleicht kommt doch ein DLC für Deluxe. Machen die nicht umsonst. Oder haben die das nur gemacht, weil die Deluxe angekündigt haben? Ne, haben sie ja gar nicht bei der E3, ne? Haben sie gar nicht. Oder bei der Gamescom oder wo das war? Ne, überhaupt gar nicht. Haben sie gar nicht. Das haben sie, glaube ich, nur nicht direkt gezeigt, ne? Schade. War eine interessante Strecke. Weil da musst du einfach anhalten wegen den Zügen. Ja. Machen die hier gar nicht in MK7, ne? Die Coms. So, auf dem N64 machen die das. Machen das, glaube ich, nicht die Coms. Wie Donkey Kong so rumschimpft. Wunderbar. Ich bin der Letzte, was? Okay, ich höre auf zu lachen. Hier gibt's ganz viel Geld. Sehr viel Money. Bananen schöner werden für DK. Letzte Runde. So. Oh, die Form hat eine Abkürzung genommen. Blauer Panzer. Ah, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Oh, jetzt kommt der mit rotem Panzer an, ich glaube, sagt. Oh, noch schön aufgeholt vom 6. auf den 2. Ich mache ein Tutorial, wie man das macht. Windschatten. Juhu. Nein. Aua. Nein. Naja, gut. Ah. Immerhin noch Vierter. Ja. Super. Super. Super duper, Koopa duper. Komm. Danke. Oh, haben wir einen vollen Server, hä? Naja, warum nicht? Ist doch gut. So. Immer. Oh. Luigi's Rennpiste ist auch eine gute Wahl. Luigi's Rennpiste. Auch schön. Die haben ja schon viele N64-Strecken remake, fällt mir gerade auf. Ja, ich spiele es generell sehr Mario Kart 64-lastig. Auch so einige Remakes von Soundtracks sind hier drin, zum Beispiel. Bei dem Punktezahl-Ding, dieses Lied ist ja auf dem Mario Kart 64 gewesen. Im Titlescreen kommt nach einer Zeit auch Mario Kart 64 Remix-Musik vom Titlescreen. Ich glaube, die hatten bei dem Entwickler von dem Spiel Bock auf Mario Kart 64. Bestimmt. Remake. Ja, nicht Remake, aber vielleicht generell so. Ach, sag mal. Das gibt's doch nicht. Ja, im Spiel sind ja Retro Studios beteiligt gewesen. Das ist generell. Die unter anderem ja auch Donkey Kong Country Returns entwickelt haben. Oder Tropical Freeze. Mit einigen Mitarbeitern, die vorher bei Rare waren früher. Ja, das sind. Die arbeiten an die 3D-Models mit. Haben unter anderem auch bei Donkey Kong Country damals mitgearbeitet. Also bei den drei Teilen vom Super Nintendo. Den wir auch schon alle gezockt haben mittlerweile. So.
Deswegen ist wahrscheinlich auch Donkey Kong mit bei, denke ich mal. Hm? Deswegen ist, denke ich mal, auch Donkey Kong mit bei. Ja, Donkey Kong ist ja immer dabei bei Mario Kart, also daher. Seit Teil 1 ist er dabei, wobei Teil 1 war es noch DK Junior, da war es nicht Donkey Kong, da war es ja DK Junior. Wobei es ja mehrere Theorien da gibt. Eine Theorie besagt ja, dass DK Junior der jetzige Donkey Kong ist. Cranky, der alte Donkey Kong, aber dann ist Donkey Kong wieder irgendwie der, dann ist Cranky Kong wieder der Großvater von Donkey. Es ist keine Ahnung. Vielleicht auch Übersetzungsfehler. Ja. Der hat einen Stern, so einer. Auf du kotzen Donkey. Hm, du warst, hä? Ich hab grad so Geräusche gemacht. Ja, aber ich hatte gerade einen Donkey Kong vor mir, der eine Ziellinie durchgefahren ist. Hä? Wir haben zwei Donkey Kongs. Ja, aber ich war doch Dritter. Hä? Verstehe ich nicht. Ich bin hinter dir, ich bin nicht Dritter. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Ne, ich will hier hin. Genau. Luigi. Menschen. Oder wie Patty sagt, Luigi's Mansion. Mansion. Wirklich. Beim Let's Talk About mal. Luigi's Mansion 3. Einfach so, Mansion. Natürlich haben Schimtex und ich dann nochmal schön draufgehauen, als er es gesagt hat. Schön mit Hammer und Meißel. Schöner Klassiker. Ist gleich auch im Best-of drin gewesen. Ich weiß doch alles nicht mehr. Ist doch alles schon so lange her. Lass mich in Ruhe. Ja, in 3 Jahren kann man schon was vergessen, ja. Ist das Talk schon 3 Jahre alt? 4, oder? Weiß ich gar nicht. 4 oder 3? Auf jeden Fall alt. Aber nicht so alt wie der Kanal hier. So. Ich glaube, die Retro-Reifen waren keine gute Wahl. Nee. Ich glaube nicht. Weil ich jetzt an Blumengleiter. Ach Yoshi, hör doch auf hier rum zu ballern. Joschka mit 3 Fragezeichen als Name, okay. So. Und die Lok zieht weiter. Oh, ein blauer Panzer, das ist super. So. Ach komm, wir kriegen mit euren roten Panzern jetzt da auch. Was soll denn das? Walker. So. Wenigstens fahren sie ja alle. Ich glaube, hier werden die Leute wirklich rausgeschmissen, ja, stehen bleiben. Das habe ich schon mal ausgetestet. Du wärst auch für Rückwärtsfahren bestraft. Das ist bei MK8 aber auch so, ne? Dass man bei einer Schlacht nicht rausgeschmissen wird, wenn man steht. Da kann man ja auch campen. Genau. Gerade so auf. Ich sag mal, ist ja schon der 2. jetzt in diesem Rennen. Ja. Vielleicht noch ein 3. Ich arbeite dran. Ich mach die Peitsche weg da vorne. Oh, ich sehe gerade Janusz, ey. Boah. Ich hab's gewusst. Nicht einmal Erster, weißt du? Direkt der blaue Panzer. Das gibt's nicht. Oh, ein Siemer. Ein paar Sekunden erst dann direkt den blauen Panzer gedroppt hier. Aber das ist das auch gut. So.
Ja, geht schon. Ich würde sagen, eine finale Runde gibt's noch. Genau. Wann war es das mit Mario Kart 7 hier? Ja. Wow. Mach mal näher. Bitte warten. So. Ich bestehe darauf. Bin gespannt, was jetzt kommt. Schön Bowsers Festung. Sag ich doch. Wie auf Stichwort. Sag ich doch. Habe ich mir schon fast gedacht. Yay. Oh, wunderbar. So. Sag mal, aua. Aua. Bam, bam, bam. So, ich will hier auch eine Itembox haben, danke. Oh. Dieser Donkey. Dieser Eselaffe. Immer zu welcher Begnade, gelobt der Takt hier. Ja, dränk mich an die Wand, wo ich nicht weiterfahren kann. Wie, kein Itembox, was soll denn das jetzt? Das gibt's nicht. Nee, das gibt's wirklich nicht, Gott. Ah. Na, wenigstens kommt. Oh, Panzer. Ach komm, super. Bitte nicht letzter. Lass mich vor. Gib mir so ein Panzer. Ja, genau, da kommt der mit seiner Peitsche da an. Ich glaube, der tankt. Ich denke, es donnert hier. So ein Donnerwetter. Ja, echt. Na, immerhin noch Fünfter, immerhin. Gut, Freunde. Das war. Zuschauen. Genau. Das war Mario Kart 7. Von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, bis zu nächsten Projekten. Vielen Dank. Genau. Haut rein, Leute, und tschüss. Tschüss.